Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir sind hier wieder für einen neuen SCB-Verse Report. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Sawyer und Cecilia haben heute ein paar News für euch. Und zwar angefangen mit dem Hot Topic. Selbstverständlich. Ja, da gab es ja den Concept Sale der Misk Prospector. Vielleicht habt ihr auch schon zugegriffen, ne? Bestimmt, oder? Also bei uns haben auf jeden Fall schon einige zugegriffen, haben wir schon so durch den Buschfunk vernommen. Am Freitag ist dieser Concept Sale gestartet, war ja auch da angekündigt. Der läuft jetzt noch bis zum, was war das? 2. Mai, ne? Also bis zum 2. Mai könnt ihr die Misk Prospector jetzt als Concept Sale erwerben. Worum geht's da eigentlich? Es ist ein kleines Ein-Mann-Bergbauschiff. Genau, also falls ihr irgendwie nicht angewiesen sein wollt auf andere Leute, kein Problem. Damit könnt ihr euch einfach alleine auf den Weg machen. Und ein bisschen Mining betreiben, ein bisschen Bergbau mit dem kleinen Bergbauschiff betreiben. Und das Ganze kommt sogar mit LTE, Lifetime Insurance, kostet 151,61. Inklusive deutsche Mehrwertsteuer, das ist also der endgültige Preis. Dafür kriegt ihr das Schiff als Standalone-Schiff, also Vorsicht, es ist kein Game-Package mit dabei. Ihr braucht ein Game-Package extra, das Schiff alleine bringt euch noch nichts. Und das ist dann eben, wie gesagt, wie du schon so schön gesagt hast, mit Lifetime Insurance versichert. Das ist immer der Vorteil eines Concept Sales. Dafür kann man auch sagen, der Preis wird sich später auch erhöhen. Also das heißt, wenn das Schiff aus der Konzeptphase raus ist, zum Beispiel Hangar Ready wird, wieder in den Verkauf wird, wird es ein bisschen teurer werden. Das kennen wir inzwischen schon von anderen Schiffen. Da haben wir auch noch News für später noch. Ansonsten kann man sagen, wir kriegen noch Q&As dazu. Mittwoch und Freitag werden diese online sein. Ne? Ansonsten gibt es auch schon einen Artikel auf SCB, da könnt ihr schon mal reinlesen. Und Sawyer hat ein kleines Video für euch gedreht, wo auch nochmal alles zu den Phasen erklärt wird, überhaupt zu dem der kleinen Schwester sozusagen der Orion. Wo ihr alle Infos auf jeden Fall abgreifen könnt, entweder bei SCB den ausführlichen Artikel oder bei uns den Verse Report. Übrigens, kleiner Zusatz noch, es gab auf der Seite so einen kleinen Link, der führte zur Shubin Interstellar Station, da konnte man sich bewerben für eine Karriere. Und übrigens, die 5 besten Bewerbungen dort, wo sich die Leute das Abgefahrenste einfallen lassen, die werden dort auch dann gepostet werden und diese Leute gewinnen dann eine Orion, also einen großen Bruder sozusagen von der Misk Prospector. Ja, lasst uns wissen, wie ihr das Schiff findet und ob ihr damit einverstanden seid, ob ihr das cool findet, wie es sich insgesamt so ins Spiel einfügt. Und wir gehen, würde ich mal sagen, direkt zu den Weekly Updates. Ja, angefangen bei Around the Verse, wie jede Woche. Ja, und was gab's da Neues? Sie sind fleißig am Arbeiten. Im Moment dreht sich alles um das Item-System 2.0 und natürlich auch um Patch 2.4. Ja, da gibt's also immer weiteren Fortschritt. Außerdem geht's ganz klar um die Schiffe, die momentan im Fokus stehen. Da konnte man also sagen, das Art-Team, soweit ich weiß, ging's um die Caterpillar, ne? Genau. Und die kümmern sich jetzt um die Designkonzepte nochmal für die Caterpillar im Genauen. Wo ging's weiter mit der Herald? Mit der Drake Herald, daran arbeiten sie auch ganz fleißig und außerdem haben sie für bisherige Schiffe, die noch nicht enthüllt werden, so haben sie es genannt, daran arbeiten sie auch an Konzepten. Naja, bin ich mal gespannt. Also da kannst du dich ja dann nicht um die Dragonfly halten, nee, das ist halt zumindest schon bekannt. Ja, schon bekannt. Also da kommt vielleicht noch was anderes auf uns zu, was wir jetzt noch nicht wissen. Wir gehen weiter zum Shopping, das ist ja wahrscheinlich sehr wichtig für 2.4. So ein bisschen Spekulation. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich dabei ist, aber auf jeden Fall arbeiten sie da sehr, sehr kräftig dran weiter. Und sie gucken, was eben enthalten werden soll. Richtig. Sein soll, ne, in der ersten Version des Shoppings. Mhm. Also, das klingt so, als wenn das in nächster absehbarer Zeit schon eine Rolle spielt. Definitiv. Und diese Try-on-Camera, die haben sie ja auch schon am Start. Also, ne, wo ihr dann gucken könnt, okay, was, wie sehe ich aus, was habe ich an, oder euer Charakter und. Also, da würde man bei heutzutage auch schon beim Einkaufen eine Menge Zeit sparen, wenn man das hätte. Gut. Weißt du, statt Umkleidekabine immer rein, raus, sondern einfach so, so sieht's aus. Nee, gefällt mir nicht. Ne? das ist also auf jeden Fall, arbeiten sie gerade daran, dass es auf jeden Fall funktioniert, wenn ihr dann selbst shoppen gehen könnt. Und außerdem wird natürlich weiter mit großer Freude und viel Hochdruck, wie man so schön sagt, an der prozeduralen Technik gearbeitet. Das ist also weiterhin ein großer Teil der Arbeit, die da reingesteckt wird. Da kommen wir auch gleich nochmal zu in Reverse the Verse. Aber was wir auf jeden Fall noch sagen wollen, ist, dass alle Assets, an denen sie jetzt arbeiten, stimmen sie so ab, dass das möglichst nicht nur fürs Persistent Universe, sondern auch für Squadron 42 funktioniert. Das ist absolute Priorität momentan, zumindest solange der erste Teil von Squadron 42 noch nicht da ist. Landezonen. Genau, da wurde auch fleißig dran gewerkelt. Unter anderem haben sie gesagt, die Level-Design-Abteilung, die verschönert jetzt die Piratenbasis. Mhm.
Ja. Und an Port Olisar und Hurston, an den Landezonen, da wird gerade dran gearbeitet, beziehungsweise sie haben die Anpassungen, die da vorgenommen wurden, nochmal überprüft und schauen jetzt, auf welchem Stand die sind, und es geht voran. Ja, das klingt für mich schon ein bisschen so, als wenn 2.4 diese Piratenbasis enthalten könnte. Ja, ich spekuliere gerne. Das ist halt so, das klang für mich schon sehr so, als wenn die wirklich versuchen, in 2.4 diese Piratenbasis mit einzubringen. Ne? Und diese Anpassungen, die ja zum Beispiel die Shopping-System enthalten sollen bei Port Olisar, könnte eben sich auch darum handeln. Wir wissen es noch nicht, aber dazu wird es hoffentlich bald ein Update geben. Ja, und dann kam etwas, das hat mir irgendwie einen Schlag versetzt. Und das ist der Loremaster's Guide of the Galaxy in der letztwöchigen Episode von Around the Verse. Und da ging es ums Oberon-System und um die junge Dame, die das diesmal vorgestellt ganz hat. Wieder. Genau, und da ist Sawyer ganz traurig und es tut mir wirklich sehr leid an dieser Stelle. Ja. Nein, weil diesmal ist es eine Frau, die sich um das Oberon-System kümmert. Und das heißt, ich darf euch dazu dann das Voice-Over gestalten. Was ja grundsätzlich überhaupt kein Problem, überhaupt was ich total nicht super finde. Aber es geht gerade ums Oberon-System und dazu müsst ihr einfach persönlich wissen, das war eins der ersten Systeme, noch vor die Galaxy-Map und alles kam, das ich mir ausgesucht habe, wo mein Charakter Rob Sawyer später im Spiel herkommen soll. Und es ist wirklich das einzige System, wo ich dachte, ach, das möchte ich gerne vorstellen, aber jetzt darfst du. Ach, sorry. Mann. Ja, so ist das halt. Nein, kein Problem, aber wir werden dann ein schönes Voice-Over zu machen. Wir werden dich erwähnen. Das wäre schön. In deinem Heimatsystem. So ist es. Alles klar. Ja, also schaut da mal rein, kommt dann irgendwann im Laufe der Woche noch und da könnt ihr euch dann nochmal informieren, warum ich mich entschieden habe, meinen Charakter dort starten oder halt wirklich entstehen zu lassen. Ja, und von dort aus gehen wir dann weiter zum Interview. Ja, und da gab es den zweiten Teil mit Brian Chambers, dem Entwicklungsdirektor von Foundry 42 in Frankfurt. Mhm. Und genau, also wer den ersten Teil, wie gesagt, gelesen hat, der zweite ist jetzt da und im Prinzip beschreibt er eigentlich nochmal seinen Weg, wie er zu Star Citizen gekommen ist. Also, dass der bei Crytek war? Crytek, vorher, genau. Und er hat Crytek verlassen, aber jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, halt nicht nur alleine, sondern mit einem ganzen Team sind sie eingerückt und das beschreibt er halt alles. Ist ganz interessant, ganz nett, vor allem wie das Büro immer weiter vergrößert werden musste, weil Chris dachte, okay, es kommen immer mehr Leute, aber super, die will ich alle haben, okay, noch mehr, machen wir alles größer. Und mittlerweile sind es etwa 60 Leute in der Abteilung. Immerhin. Also lest mal rein, ist ja das Frankfurt Office sozusagen, es liegt ja uns am nächsten hier. Schaut mal in das Interview rein, ist sehr, sehr schön übersetzt, auch via SCB. Und von da aus gehen wir direkt zu Reverse the Verse. Und wir hatten es schon angekündigt, die Arbeiten an 2.4 laufen sehr, sehr intensiv. Und da kann man also nur sagen, sie wollen gerne diese Woche 2.4 ins PTU bringen. Mit dem Zusatz, sofern nichts dazwischen kommt. Ja, wie wir das immer so kennen bei Star Citizen. Also freut euch noch nicht zu früh. Wir gucken mal, ob es, ich würde immer so schätzen, Donnerstag, Freitag, Ende der Woche wissen wir ein bisschen mehr, ob das PTU dann kommt. Aber wenn nicht, sie scheinen schon kurz davor zu sein und dann wird es eine Woche später sein. Also von daher drückt mal die Daumen, wie es da weitergeht. Und dann haben wir noch einen kleinen Zusatz gefunden in Reverse the Verse, so rum, zur Misk Prospector. Und zwar, da haben sie noch erzählt, dass es eben dieses Schiff auch speziell, das erwähnen sie auch in dem Post und ich in dem Video, ist auch speziell dafür gedacht, eben für Planetarenabbau, das heißt landen und dort Mineralien und Erze und was auch immer abbauen. Und das war tatsächlich bei der Entwicklung des Schiffes am Anfang noch gar nicht so gedacht. Aber da die prozedurale Technik so weit ist inzwischen, dass sie das umsetzen können, haben sie gesagt, super, dann bauen wir das Schiff gleich dafür um. Fand ich eine coole Info aus Reverse the Verse. Ist doch praktisch. Ja, und wie ging es da weiter? Dann haben sie, warte mal, wo haben sie denn noch drüber gesprochen? Das Karriereschiff. Ach, das Karriereschiff. Ja. Ach ja. Da hieß es, das nächste kleine Karriereschiff könnte, wird vielleicht ein Piratenschiff. Genau. Haben sie dazu gesagt. Ja. Ein Piratenschiff soll es werden. Also da können sich dann alle Piraten, die dieser Profession gerne nachkommen wollen und sich gegen uns stellen möchten, möchte ich an der Stelle mal betonen, nein. Viel Spaß an alle Piraten. Bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wir werden uns das natürlich auch genau angucken. Ja. Und dann ging es weiter mit der Subscriber Edition von Reverse the Verse, die nächste Woche kommen soll. Und da wird sich diesmal, oder da wird der Fokus diesmal gelegt auf ein Audio-Team um Pedro, ne? Und zwei Musikstücke, Kompositionen werden vorgestellt. Einmal ein neues und ein bereits bekanntes. Genau, da geht es ein bisschen um den Soundtrack. Und außerdem haben sie noch gesagt, dass wegen erhöhter Nachfrage haben sie die Frage beantwortet, dass es momentan zum CCU Downgrade-System, also zum Cross-Chassis-Downgrade, wenn man so möchte, dass es da kein Update momentan gibt. Momentan liegen die Prioritäten erstmal darauf, das In-Game-Wirtschaftssystem fertig zu kriegen, bevor man sich an das CCU-System nochmal ranwagt und eben den Leuten die Möglichkeit gibt,
auch ein Schiff down zu graden und nicht nur abzugraden. Ja, und da geht es ja schon wieder bei den Schiffen. Mhm. Ne? Apropos down oder upgrade. Ja, ja Schiffsstatus. Da haben sie gesagt, ach genau, im Punkto 2.4, ne? Die Reliant. Ja, also ist, wie gesagt, angepeilt. Es ist jetzt noch unklar, ob Hangar-ready oder Flug-ready. Mhm. Flight-ready, so rum. Mhm. Und dann die Starfarer Gemini. Ne? Mhm. Da ist das gleiche Ding. Sie haben es angepeilt für 2.4 auch. Aber auch noch nicht sicher, ob Hangar-ready oder Flugbereit. Flugbereit, flugfertig, flight ready halt. Ja, wissen wir bei den beiden Schiffen noch nicht. Ansonsten gab es zur Orion noch die Antwort, dass es da momentan keine Aktualisierung des Status gibt. Die ist immer noch ja, sozusagen ein bisschen far off. Außerdem haben sie über die 85X von Origin gesprochen. Das ist das kleine Beiboot, was die 890 Jump dabei hat. Der kleine Speeder sozusagen. Und da ist es tatsächlich so, dass es jetzt sozusagen begonnen hat in Bezug auf das Design und Bezug auf die Konzeption, aber das Schiff ist noch nicht in Produktion, genauso wenig wie die 890 Jump bisher in Produktion ist. Genau. Hm? Dann haben sie zur Herald gesagt, dass, da, dass diese nächste Woche modelliert wird und oder dass die Details daran bearbeitet werden halt. Dann gab es Neues zur Caterpillar, ja, die in der Konzeptphase oder Konzeptarbeit gerade steckt fürs Interieur. Mhm. Also die 3D-Phase ist da wohl auch schon soweit fertig. Genau. Ja, genau. Die ist also noch nicht in der Engine gelandet, ja. Das muss man aber dazu sagen. Also das heißt, da wird noch einiges an Arbeit reinfließen. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass die Freunde vom Kommunikationssandfloh, a.k.a. Drake Harold, da ein bisschen Spaß dran haben werden, weil ich glaube, die kommt als nächstes. Schauen wir es mal an. Wir haben dann noch eine neue Sektion bei Star Citizen Base und die nennt sich Short News. Das ist einfach so für schnelle News-Updates. Könnt ihr dann da immer mal reinschauen. Sammeln sich gerade die ersten. Was war das erste? Die Reliant. Genau. Die Reliant Core und die Starfarer Gemini. Und da wurden nämlich die Preise bekannt gegeben. Und die können wir auch mal gleich können wir gleich mal kundtun sozusagen. Also die Reliant Core, die, wie gesagt, ist ja die Frage, ob die Hangar ready wird. Da soll es sich um $15 steigern. Also sie wird auf $65 steigen. Mhm. Und die militärische Variante der Starfarer, also die Gemini, wird dann $340 kosten, wenn sie wieder in den Verkauf kommt. Ihr seht schon, das ist schon darauf angelegt, dass in 2.4 irgendwas damit passiert, denn damit würden diese Schiffe dann auch wieder in den Verkauf kommen. Ja, und von dort aus haben wir noch eine, haben wir die Videos, glaube ich, ne? Ja, stimmt, die Videos, richtig. Genau. Mhm. Und da ja, habt ihr einen Schiffsguide gemacht, Reason und Sawyer zur Vanguard Warden. Ja, da könnt ihr euch das Schiff mal in Ruhe angucken. Wir haben es natürlich besprochen für euch. Das bedeutet, wir haben alle mal positive und negative Eigenschaften des Schiffes herausgekehrt. Und für euch, weil ihr es ja euch ja auch gewünscht habt, das Schiff mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Dazu kommt dann noch ein Flight-Test, den werden wir auf jeden Fall noch veröffentlichen. Der kommt ja dann immer sozusagen Patch aktuell für euch. Das heißt, da könnt ihr euch noch drauf freuen. Der wird dann eben demnächst veröffentlicht. Und außerdem gab es noch einen Galactic Guide, ne? Genau, da gab es wieder eine deutsche Tonspur von Sawyer, die hat er gemacht, und zwar zum Farren-System. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr auch wieder reinschauen. Er hat euch alles erklärt oder beziehungsweise eigentlich hat der Leadwriter, Dave Haddock, der quasi die Geschichten darum schreibt, alles beschrieben und Sawyer gibt euch die deutsche Tonspur dafür. Genau, das war sehr lustig. Dave Haddock ist ja bekannt, er ist nämlich tatsächlich der hauptverantwortliche Autor für Squadron 42 und kann dazu also sehr viel erzählen und berichtet wirklich viel. Das Lustige ist, dass er sich selber in sich immer verquatscht. Das heißt, er redet in eine Richtung, dann biegt er ab in seinem Storyschrank und redet von was völlig anderem und ich habe versucht, das Ganze irgendwie für euch so ein bisschen zusammenzufassen, sodass ihr wirklich die Info über die Systeme kriegt und nicht eine ausgiebige Geschichtsstunde über die UEI. Denn das läuft damit über. Ich habe das versucht mit reinzunehmen, aber er ist wirklich sehr, sehr lustig in dieser Art. Ja, und zum Schluss haben wir natürlich unsere letzte Kategorie für euch, Interaction. Ja, und da haben wir euch letztes Mal gefragt, okay, wenn das Shopping sozusagen losgeht, was würdet ihr denn am liebsten oder sofort einkaufen? Erstaunliche Ergebnisse. Sehr erstaunlich. Ich muss doch immer wieder mich wundern, wonach ihr alle so geht, aber ich bin da voll bei euch. Ich würde das Gleiche shoppen. Jedenfalls, wir fangen mal unten an. Also 4% haben gesagt, ich gehe los, ich shoppe Rüstungen. 4%. Das ist nichts. Okay, gut. Gehen wir weiter zu dem nächsten Punkt. Der war mit 10% und das sind dann die FPS-Waffen. Also das heißt, es ist auch nicht so sonderlich bei euch weit vorne. Ja. Wir gehen dann auf die Schiffswaffen. Mhm, das waren 15%. Genau, richtig. Ja, und dann? Schiffskomponenten waren immerhin 25%. Das wäre eigentlich mein Tipp gewesen, dass ihr dafür richtig viel einkaufen geht, so Schildgeneratoren und sonst was. Aber nö. Nö, interessiert euch nicht, denn ihr wollt an den Strand. Nein, also ihr wollt, also wie viel
10% waren es 45 sogar, wollen Klamotten shoppen oder sich nette Outfits zurecht. Ich hatte die Badeshorts vorgeschlagen. Genau, richtig. Und ja, da wart ihr total heiß drauf und cool. Finde ich super. Wir sehen uns dann vielleicht im Farron-System oder Sonne ist ein bisschen zu heiß, ne? Ja, aber okay. Auch. Also von daher, cooles Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich schon auf die verschiedensten Zusammenstellungen von den Klamotten, die wir dann sehen werden, wenn das Shopping erstmal da ist. Genau, das können wir dann abchecken. Von daher, vielen Dank fürs Abstimmen. Schön, dass ihr immer so dabei seid und dass wir immer so viele schöne Ergebnisse von euch kriegen. Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir sind durch mit dem FSCB Verse Report diese Woche und sind natürlich dann wieder nächste Woche für euch da. Ansonsten, wenn ihr up-to-date bleiben wollt für Star Citizen, dann abonniert unseren Channel, liked und disliked die Episode, schreibt uns ein paar nette Kommentare und natürlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!